unser Sachse Maximilian Krah. Herzlich willkommen hier im schönen Freiberg, Max. Schön. Vielen Dank, lieber Mike. Vielen Dank, liebe Freiberger. Nach Freiberg zu kommen, kurz vor der Bundestagswahl, ist deshalb wichtig, weil niemand so genau sehen kann, um was es geht. Ihr müsst euch nur eure Stadt anschauen und euch klar machen, wenn ihr nicht aufpasst, wenn ihr die falschen Entscheidungen macht, dann ist das nicht mehr eure Heimatstadt, dann ist es nicht mehr so schön. Ihr werdet, wenn ihr durch Deutschland und Europa fahrt, feststellen, dass es in jeder sächsischen Kleinstadt mittlerweile so aussieht wie hier. Wie geleckt, das ist euer Werk, es sind eure Heimatstädte. Und dann macht dasselbe doch mal im Ruhrgebiet. Macht dasselbe doch mal in den Gegenden in Hessen und Teilen Baden-Württembergs, die wir noch 1990 bewundert haben, weil sie so sauber und ordentlich waren. Und liebe Freunde, da rede ich noch gar nicht von Belgien und Teilen Frankreichs. Das, was ihr hier seht, ist euch anvertraut. Und es ist nicht nur euer Fleiß und eure Arbeit, es ist auch eure politische Klugheit, die das erhält. Und schon deshalb müsst ihr aufpassen. Und wir hören immer, wir wollen nie wieder wie 2015 das Land fluten mit Leuten, für die das keine Heimat ist. Und was erleben wir jetzt in Afghanistan? Dass die Grünen plötzlich entdecken, es gibt 50.000 Ortskräfte. Und alle haben Verwandte. Und alle Verwandte haben Freunde und die haben wieder Verwandte. Wollt ihr wirklich wieder Hunderttausende Einwanderer aus dem Nahen und Mittleren Osten haben, die mit unseren Städten, unseren Sitten und Gewohnheiten nichts anfangen können? Wenn ihr das haben wollt, bitte, alle außer der AfD werden es euch bescheren. Und die einzige Chance, um das zu verhindern, ist es, die AfD zu wählen. Denn davor haben die anderen Parteien Angst. Das ist das Einzige, was ihr aufhorchen lässt. Und liebe Freunde, in Freiberg ist ja immer so ein bisschen die Wahl, nehmen wir die AfD, wir waren knapp stärkste Kraft bei den Zweitstimmen, oder nehmen wir die CDU, die war knapp stärkste Kraft bei den Erststimmen. Und diese Frage müsst nicht nur ihr beantworten, sondern auch eure Verwandten, eure Freunde, eure Kollegen. Und der erste Punkt, den ich euch sagen muss, ist, wer in Sachsen CDU wählt, der wählt immer Marco Wanderwitz. Denn der steht auf Platz 1 der Landesliste und damit auf jedem Wahlzettel in Sachsen drauf. Und Marco Wanderwitz behauptet, dass ihr zu doof seid für die Demokratie. Und meine Antwort lautet, liebe Freunde, wer Marco Wanderwitz nach so einem Satz wählt, der ist zu doof für die Demokratie und wir sind's nicht. Und deshalb ist meine Bitte an jeden von euch, seid klug und wählt keinen Volksvertreter, der das Volk hasst, das er vertreten will. Ihr verdient es, Politiker zu haben, die euch nicht hassen, sondern die bereit sind, euch für euch einzusetzen und dafür auch Nachteile in Kauf zu nehmen, dass man eben angegriffen wird. Das ist im Preis drin. Aber die Ehre und der Lohn eines Politikers muss es sein, dass ihr, die ihr die vergessenen Männer und Frauen in diesem Land seid, dass ihr uns dafür auch respektiert und unterstützt. Und deshalb haben wir die Caroline Bachmann hier in Freiberg, die von euch kommt und die darum kämpft, dass ihr sie unterstützt und dass ihr hinter ihr steht, weil sie euch mag und eure Anliegen in Berlin vertreten will. Und das ist das genaue Gegenteil von Marco Wanderwitz, der euch hasst und der den Unterstützung, der irgendwas mit Medien und irgendwas mit Politik haben will, um sich über euch lustig zu machen. Das Zweite ist aber auch, dass ihr hier natürlich Frau Bellmann habt, die in vielen Dingen richtige Sachen sagt. Aber wir haben auch nachgeschaut, wie sie denn im Bundestag abstimmt. Trauschau wem? Es reicht nicht nur aus, das Richtige zu sagen, es kommt auch darauf an, das Richtige zu tun. Und wer eben CDU wählt, egal was sie in Freiberg sagen, der wählt in Berlin Kriegseinsätze in der ganzen Welt. Der wählt eine Klimapolitik, die euch die restliche Industrie zerstört. Der wählt diese Corona-Politik, die dazu führt, dass ihr demnächst nicht mehr ins Kino und in den Supermarkt kommt. Und deshalb muss sie weg, bei aller persönlichen Sympathie. Liebe Freunde, wer in Sachsen wählt, wählt immer Marco Wanderwitz. Wer in Sachsen AfD wählt, wählt immer Tino Chrupalla, der heute hier unser Ehrengast und Hauptredner ist. Und es ist jetzt keine Beleidigung, aber lieber Tino,
liebe Freunde, vergleicht mal Tino mit Marco Wanderwitz. Ja, man muss sich ja schon dafür entschuldigen, das in einem Satz zu sagen. Gestandener Handwerksmeister, was aufgebaut, dann in die Politik gegangen und sofort auch der Chef immerhin der größten Oppositionspartei. Und auf der anderen Seite schon im Bundestag gesessen, bevor die Ausbildung zu Ende gewesen ist, immer nur den Hinterausgang wichtiger Politiker so lange gepudert, bis man am Ende als Ostbeauftragter sein Gehalt verdoppelt hat. Und Ostbeauftragter ist vor allen Dingen Ostbeschimpfungsbeauftragter. Wir wollen Politiker haben, die uns ernst nehmen. Wir wollen Politiker haben, die das hier erhalten wollen, weil sie Sachsen und unsere Heimat lieben. Und unsere Heimat, das sind nicht nur die Städte und Dörfer, liebe Freunde. Unsere Heimat sind auch eure Einkommen, euer Lebensstandard. Es geht los, euer Auto auch, euer Haus. Dass ihr weiter reisen könnt, aber dass ihr auch eine Rente am Ende habt, von der ihr leben könnt. Unsere Heimat ist auch der Respekt für euch als die Menschen, mit denen wir in unserer Heimat leben. Respekt für euch. Ein Einkommen, von dem man leben kann und das nicht für Rundfunkbeiträge, Ökosteuern und sonstigen linken Schnullifax ausgegeben wird. Ein Einkommen, wo ihr nicht eure Sozialabgaben und Steuern dafür bezahlen müsst, um Millionen von Merkel-Gästen quer zu subventionieren, vor denen ihr euch abends fürchten müsst, wenn ihr allein durch die Straße geht. Eure Heimat ist euer Recht zu leben, so wie es eure Eltern euch vorgemacht habt und wie es hoffentlich eure Kinder weitergeben. Und das schaffen wir mit Politikern, die genauso denken, genauso fühlen und die deshalb eure Unterstützung brauchen. In der AfD ist Sachsen eine Macht. Und das verdanken wir euch. Das muss so bleiben. Und Freiberg muss ein Zeichen setzen. Wir brauchen hier aus Freiberg ein klares Signal. Der nächste Wahlkreis wird blau. Caroline Bachmann, Erststimme, und Tino Chrupalla, Zweitstimme, liebe Freunde. Das ist unsere Bitte. Und das ist in Wahrheit auch eure Hoffnung, wenn das eure Heimat bleiben soll. Vielen Dank. Max, vielen Dank, dass du heute hier dazugekommen bist. Du bist der Mann, der für uns das Schwert führt in Brüssel. Halt durch, wir sind bei dir und wir freuen uns, wenn du wieder da bist. Ein Beifall für Maximilian Graf.